Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Livestream hier auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, ich weiß, ich habe jetzt schon mittlerweile 2 Minuten Verspätung, weil es die ersten schon in den Chat reingeschrieben haben. Ja, ich weiß es. Und ich hoffe, der Ton, der Ingame-Sound macht euch jetzt nicht die Ohren taub. Denn ich kann noch nicht den Ton leiser stellen, weil wir noch nicht Ingame sind. Ich würde sagen, wir starten gleich einmal. Ihr braucht es nicht lügen, jeder weiß schon, dass wir Skyrim spielen. Ihr habt es schon im Titel gelesen, also ihr braucht es nicht überrascht tun, wenn ich jetzt sage, wir sind in Skyrim. Trotzdem hoffe ich, dass euch der heutige Stream gefallen wird. Herzlich willkommen alle, die schon mal hier sind, gell? An Engelshilfe, Blue Blue, Rammstein-Fan, Beste Ehre, Mario LOL, Kleeblatt natürlich. Tut mir leid, Leute. So, jetzt ist aus. Jetzt kann ich gleich mal leiser stellen. Tut mir echt leid. Musste so sein. Sebastian Ducek ist da, Björn Fischer. Servus Sebastian, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe mich schon ein bisschen erholt jetzt. Ich habe noch ein bisschen Halsweh oder so, aber geht schon mittlerweile, kann man sagen. Lukas Garhut, herzlich willkommen im Stream. Und herzlich willkommen alle anderen da jetzt, was schon zuschauen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, so aktiv. Freut mich wirklich, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden. Ja, The Elder Scrolls, Skyrim. Ganz ein geiles Spiel. Aus meiner Kindheit noch, kann man sagen. Ich muss jetzt kurz dazwischen grätschen und hier für euch... Oh, sorry, das wollte ich nicht. Für euch Audio mal... Ich habe es tatsächlich schon leiser gestellt. Sagt mir mal, ob der Audio so passt. Wenn nicht, dann stelle ich den Audio noch ein bisschen leiser. Prinzipiell soll es aber, glaube ich, passen. Wenn es zu leise ist, sagt es. Wenn es zu laut ist, sagt es einfach, Leute. Ich werde das dann gleich korrigieren. Klar, Kiana kann mich noch erinnern. Ganz viele haben mir gute Besserung gewünscht. Danke an euch, liebe Leute, gell? Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Mhm. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht... Also, liebe Leute, wir spielen wirklich von Anfang an hier. Jetzt stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Fortnite, Bro. Ihr und ich. Mittelalterspiel halt typisches. Worum es wirklich geht, habe ich schon wieder ganz vergessen. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Ruhe da hinten! Ich merke schon. Was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Das Spiel richtet sich wirklich nach denen. Wenn ich jetzt das so schaue, höre ich es am linken Ohr. Wenn ich so schaue, höre ich es am rechten Ohr, wenn er redet. Das ist echt krass. Das ist mir noch nie so aufgefallen in einem Spiel. Ich glaube, in dem Spiel wurde wirklich besonders drauf geachtet. Der Martin ist am Start. Ja, servus, Martin. Wohin bringen Sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Kontakt 15. Freut mich, dass dich Wave auf meinen Kanal gebracht hat. Danke, Ehrenmann Wave, gell? Und danke der Kontakt, dass du dich den Namen genommen hast und jetzt auch auf meinem Kanal bist. Herzlich willkommen generell an alle Neuen. Oh, wir sind schon langsam da, glaube ich. Doris ist auch am Start, Fortnite Bro. Corwin. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Hast du es schon wieder durch? Wie oft hast du das durchgespielt, bitte, Martin? Ach, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen. Ich weiß noch gar nicht, was ich für einen Charakter nehmen soll. Martin, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen. Haben alle gute Fähigkeiten oder gibt es Vorteile und Nachteile, Martin? Ja, AC Milano habe ich ganz vergessen, der ist schon seit Anfang an dabei. Schon, da hat der Stream noch eine Stunde nicht mal begonnen gehabt, war da AC Milano schon am Start. Der Ehrenmann. Ich habe mal alle mal kräftig auf Like drücken, wenn es euch gefällt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeeren mit. Dreimal bis jetzt. Komisch. Krass. Als ich noch klein dreimal war, durchgespielt. Habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so. Ich glaube, Zauberer wäre lustig. Aber hat nicht jeder irgendwie Zauberfähigkeiten? Ja, Papa. Agonia. Ich weiß es halt wirklich nicht, Leute. Aber geben wir uns einfach mal dieses legendäre Was Intro. Glaubt ihr denn? Hier ist ich bin Schluss. Für die pure Gewalt, ich weiß eh. Los geht's.
Na gut. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Na bumm. Gaming Austria, danke dir für deine Glocke und herzlich willkommen im Stream. Ihr müsst es ihnen sagen, wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Klar, Kontakt 15. Einfach auf den Link draufklicken, was der Timo gerade reinpostet hat, oder in die Videobeschreibung schauen. Videobeschreibung sind auch ein paar wichtige Links für Instagram und so weiter. So. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Oh. Ihr werdet mich nicht umschütten. Will sonst noch jemand fliehen? Mhm. Der ist schnell gelegen. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, ich war nämlich ein dunkler Elf, ja. Leute, jetzt können wir es uns aussuchen. Daunierli wollen wir ja nicht sein. Daunierli. Was haben dann Agonia? Agonia, warte. Ah, Agonia. Diese Reptilwesen optimal für das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarz. Besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können Wasser. Können unter Wasser atmen. Kann auch gut sein. Mit ihrer Kraft heilende Haut. Können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Bretone wird eher ja nicht. Schnellen, scharfsinnigen der Zauberkunst. Widerstand gegen Magie. Okay. Dunkelelf. So einer war ich auch in meinem ersten Mal, wo ich Skyrim gespielt habe. Verfügen über bemerkenswerte Schleich und große magische Kräfte. Ich bin ja eher der Schleichtyp und eher der Magier, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich da mich immer einspielen muss und so weiter. Zorn der Ahnen. Gut, jeder hat also eine besondere Kraft dann noch. Ah, der will ich ja nicht sein. Hochelf. Ich will mich selber auch anschauen können. Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass der Dunkelelf gut aussieht. Weil da würde ich eher den Kaiserlichen nehmen, aber... Ha. Hab gefühlt 1000 Stunden in das Spiel reingesteckt, ja. Ich hab's auch lang gespielt, aber nie was weiterbracht. Org. Ja, besten Kämpfern. Leute, was soll ich nehmen? Schreibt's das rein. Ich weiß nicht. Ich würde entweder gern wirklich Dunkelelf oder wirklich Nagonia. Hat nämlich auch nichts wirklich. Ich will entweder wirklich. Entweder Dunkelelf oder was hat denn der Kaiserliche? Kampfkunst und Magie. Ja, die Frage ist, wenn ich jetzt so einen nehme. Nord. Mit einem Kampfschreier schlagen sie. Es ist halt echt schwer, Leute. Ich will nämlich wirklich beides. Aber ich will nicht, auch wenn es jetzt dann heißt, ja, der ist in beiden nicht gut. Also ich will wirklich, dass der dann beides halbwegs kann. Alle fetzen Ork rein. Okay, nein, fast keiner schreibt Ork rein, nur der Josef spammt. Gute Frage. Aber... Der Kaiserliche wäre nichts, Leute. Kaiserliche wäre nichts. Leute, ich weiß es halt echt nicht. Wo ist der Martin? Weil, ich weiß nicht, kann der Nord auch beides? Kann der Nord auch beides? Weil hier steht halt beim Nord, beim Kaiserlichen steht... Kampf. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Oder? Leute, ich nehme den Kaiserlichen. Seid mir eh nicht böse, wenn ich den nehme.
Mit der Kraftstimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Ob das so viel hilft. Egal, ich nehme ganz einfach den Kaiserlichen. Sean schreibt nein. Oh, ich weiß es halt echt nicht. Weil was soll ich sonst nehmen? Andererseits würde ich gerne der Dunkelelf sein. Soll ich da Dunkel... Ich nehme einen Dunkelelf, glaube ich. Da war ich in meinem ersten Mal Skyrim auch. Das ist halt so der Magier. Ja, ich nehme einen Dunkelelf, Leute. Oder? Ich nehme den Dunkelelf. Ich weiß halt selber nicht, ne, Leute. Ist halt echt schwer, ne? Oder eher nicht. Ich habe halt keine Ahnung. Na, Dunkelelf, ich werde zerfetzen. Werdet sehen, Leute. Oder ich kann noch ändern. Leute, ich weiß es nicht. Na, ich nehme einen Dunkelelf. Oder einen Kaiserlichen? Was hat denn der Hochelf? Weil was kann der Kaschid, ne? Ah, Kaschid. Verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Alter, ohne Spaß. Na, ich nehme einfach einen Dunkelelf, Leute, oder? Oder einen Kaiserlichen? Soll ich einen Kaiserlichen nehmen? Leute, bitte helft's mir. Da steht nämlich Kampfkunst und Magie. Ja, servus Sandro. Freut mich, dass es jetzt geht. Ich nehme einfach einen Kaiserlichen, Leute. Zack. Kaiserlichen. Wir sind beiden gut, was mir gefällt. Und er sieht auch noch besser aus wie der Dunkelelf. Vorgaben. Gewicht. Wir machen uns ein bisschen stärker, dass der Gegner auch Angst vor mir hat. Nicht so. Und auch nicht so. Ich würde sagen, so irgendwie. So. Hautfarbe. So, wie es war. Kopf. Schmutzfarben, nein, Narben. In Real Life habe ich auch eine Narbe. Meine Narbe gibt es hier aber nicht. Super. Sonst hätte ich die schon genommen, Leute. Könnt ihr euch sicher sein. Wie kann ich da runter scrollen? Mir kommt so vor, wie wenn das... Ja. Na... Schade ist, man kann es ja, glaube ich, später gar nicht mehr ändern, oder? Kann man das später noch irgendwie ändern, das Gesicht oder so? Nasenart. Eine nicht so aufdringliche Nase. Sollte ja passen. Nein. So? Ja, die ist, glaube ich, sieht nicht so schlecht aus, oder? Na, hör auf mit den Hexennase oder was. Ich glaube, die sieht nicht so schlecht aus, Leute. Die machen wir mal. Nasenhöhe, ja, das ist alles so.
Wangenknochenbreite, ja, ist alles unwichtig eigentlich für mich. Ja, passt schon so. Oh mein Gott, da gibt es ja so viele verschiedene Sachen. Ich werde da jetzt nicht wirklich... So gefällt er mir, muss ich ehrlich sagen. Dann will ich blaue Augen, ich habe auch blaue Augen. Aber wie blau... Oh mein Gott. Blaue Augen. Oder schwarze Augen. Nein, blaue Augen machen wir. So machen wir das Ganze. Brauenart. So wie in Real Life PC. Leute, ich schaue nicht so in Real Life aus, gell? Nur, dass ihr es gleich wisst. Ich mache mir nur nicht so Buschaugenbrauen, wenn ich in Real Life keine Buschaugenbrauen habe. In Real Life habe ich mehr so... ein bisschen eckige. Gut. Leute, ich glaube, wir werden noch Spaß in diesem Spiel haben. Zack, zack, zack. Wie gesagt, Leute, wenn es euch gefällt, gerne den Like-Button verprügeln und... Und abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Und gerne euren Freunden weitererzählen. Denn das ist der beste Support, ihr wisst's ja. So, jetzt mache ich mir meine reale Frisur, Leute, so wie ich es gesagt habe. So, also. Das ist meine reale Frisur. Nein, Spaß, Leute, ist es nicht. Das ist meine reale Frisur. Nein, ist es auch nicht. So, meine reale Frisur haben die da gar nicht. Oh ja, haben sie doch! Die haben doch meine Real-Life-Frisur! Ja, hallo Leute! Putti hier! Mal wieder zu einem neuen Livestream hier auf meinem Kanal! So, so, Spaß beiseite. Ich suche jetzt eine halbwegs schöne Frisur. Na, mein, da kann es ja nur mehr schlechter werden. Ich glaube, wir bleiben bei so einem längeren Buschen. Na, so schon mal nicht. Blablabla bla, bla forever, herzlich willkommen im Stream. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bleib ganz einfach bei der Frisur, glaube ich. Fertig. Ja. Butti. Butti nennen wir den. So. Ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was tut ihr in Himmelsrand? Hauptmann, was sollen wir... Mich würde es interessieren, er hat jetzt gesagt, ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was, wenn ich jetzt zum Beispiel Kashito oder so nehme und das ist näher? Dann sagt er doch irgendwie, ihr seid nahe hier bei uns oder irgendwie so eine Scheiße. Das frage ich mich gerade. Nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Oh, shit. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Sirodi-Il zurückgebracht werden. Sirodi-Il. Helden, ja, voll. Alles sehr interessant, hat er schon so lange nicht mehr gespielt. Echt ein geiles Spiel. Muss man echt sagen. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ja, Ulfric Sturmmantel, voll. Voll. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Oh ja, so ist es. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Okay. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre... Das sind noch alle. Ich weiß ja gar nicht, warum die uns überhaupt hier gefangen genommen haben. Weil, soweit ich weiß, in dem Spiel nehmen sie dich nicht einfach so fest. Da muss irgendein triftiger Grund da sein. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Und deswegen, ja. Ja, jetzt geht er zum Block. Na toll. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiser. Der Spielsound könnte etwas lauter. Ich nehme mich den Ahnen sofort. Danke dir, lieber Timos. Ich lasse es mal so.
Könnt ihr das auch sagen? Oder noch etwas lauter. Ich mache noch ein wenig lauter. Ups. So. Boom. Ja, ich glaube, jetzt ist er laut genug. Ihr kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Dem Tode so furchtlos, wie er ja. im Leben war. Rebell aus Cerodiil, ihr seid dran. Ah, jetzt kommen wir dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich hab's gehört. Habt ihr sie auch gehört? Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Lalalalala. Jetzt bin ich gespannt. Der echte Donut, herzlich willkommen im Stream. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Der Lyptron ist auch am Start. So. Oh shit. Oh, da liegt der Kopf vom anderen. Oh, oh, da kommt was auf uns zu. Wachposten, was habt ihr gesehen? Haha. Oh shit. Ein Drache. Wie ist das möglich? Boom. Krass. Genau. Oh, schon sehr laut. Aber so laut wie meine Stimme halt. Ah, ich glaube, das ist zu laut. Glaube ich zumindest. Doc Gaming, danke, mir geht's sehr gut. Ich werde das so machen. Effekte ein bisschen leiser. Stimmen ganz laut. Musik ein bisschen leiser. So, ich muss das ein bisschen hier. Fußstapfen passen auch so. Aber wie gesagt, Effekte werde ich leiser stellen. So, dann werden wir schauen, ob das besser passt. Ja, ich glaube, so ist das besser. Wenn es noch immer zu laut ist, sagt es bitte. Oh mein Gott. Ich will hier rennen. Weg, 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 weg. So. Ja, Ulf, was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden gut wahr sein? Also ja. Legenden brennen keine Dörfer nieder. Ja, Leute, die Drachen sind zurück. Wir müssen los. Jetzt. Und um das geht's hoch euch in den Turm. Los. Spiel. So. Die Treppe hinauf. Rasch. Warum, lieber Mastermind Flocke? Warum freust du dich? Oh mein Gott. Oh. Ja moin. Da spuckt er rein. Oh, er brennt. Haha, du brennst. Das Gasthaus auf der anderen Seite. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Ja. Oh, das war Sturzschaden. Timo, schreib mal rein, ob's passt, wenn du. Oh mein Gott. Eine Haarsträhne gefärbt in Rot. Tapfer Junge, das macht dir sehr gut. Na krass, ah ja voll, es gibt ja auch Kinder in diesem Spiel. Ja, wo soll ich jetzt hin? Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atwa. So, ich renne jetzt den nach. Ich glaube, jetzt passt es aber, Leute. Ja, moin, ist der groß. Perfekt. Weil ich habe jetzt dann die Soundeffekte leiser. Ich kann allerdings die Effekte noch leiser drehen, den gesamten Spielsound lauter und dann sind die Stimmen auch wieder lauter. Weiß nicht, wie du meinst, Timo. Oder wenn es so passt, dann lasse ich es so. Ansonsten, wie gesagt, Spielsound insgesamt lauter, Effekte leiser und dafür sind die Stimmen halt auch wieder um einiges lauter. So, dass man die Stimmen halt besser hört. Ich habe noch immer keine Waffe. Ich werde das mal probieren, Leute. Gesamtlautstärke. Die Stimmen habe ich jetzt nämlich auf ganz laut. Laut, laut, laut. Das noch ein bisschen leiser. So.
die Festung. Ich glaube, jetzt ist besser. Könnte es allerdings noch ein wenig verändern. Vielleicht mache ich das noch eine Stufe lauter. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Nein, nein, AC Milano. Sobald ich was lese, dann antworte ich hier. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Probier's nochmal. Für euch. So, hier nochmal eine Stufe lauter. Hier. Eins leiser. So. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Perfekt, danke. Es muss ein, zwei Schwerter in die... Das gönnen wir uns gleich alles. Bekleidung. Haben wir das gleich alles ausgerüstet oder was? Kann ich mich auch von außen sehen? Das Schwert ein wenig. Ja. Wir sollten in Bewegung kommen. Ja, weiß ich schon. Ist immer noch da draußen. Mhm, da kann ich die Effekte fast noch ein bisschen leiser stellen, wenn ich mich dann fetz. Ist noch immer sehr laut. Mir kommt so vor, wie wenn sich da gar nichts verändert. Achso, das sind vielleicht die Stimmen. F und Mausrad. Danke dir. Ah, F. Achso, okay. So. Jetzt habe ich mich gerade vertippt, weil ich gerade irgendwie aus dem Spiel draußen war. Upsi. Ah ja, okay. Jetzt verstehe ich. Jetzt geht's, weil ich war irgendwie gerade halb aus dem Spiel rausgetappt. Gut, ich werde aber eh meiste Zeit so. Wir müssen los. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Okay, so habe ich quasi die und irgendwo habe ich ja dann auch meine Waffen, die Schnellauswahl. Gut, ist jetzt aber egal einmal, Leute. Gib mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Was? Für Ulfric und Himmel. Da ist ein Feind, ja. Freiheit oder Sovngarde. Alter. Alter, komm. Eben zwei, um zu blocken. Genug. Ich glaube, vom Dom passt jetzt aber her. Ob ich diese Tür aufbekomme. Durchsuchen. Eisenkriegshammer. Na klar, gönne ich mir die. Fellstiefel brauche ich nicht. Was hat sie noch zu bieten? Eisenzweihänder. Da muss man immer schön ein bisschen durchsuchen. So, jetzt gleich einmal schauen. Objekte, Bekleidung. So, jetzt haben wir zweimal die. Einmal lassen wir fallen und einmal rüsten wir uns aus. Die können wir eigentlich auch fallen lassen. Oder können wir die auch... Könnten wir eigentlich verkaufen. Aber sind ja auch nicht so viel wert. Egal. Ja, ich sollte auch sparen, aber egal. Ich werde jetzt mal schauen. Bei den Waffen muss ich noch schauen, liebe Leute. Na klar, rüste ich dann das aus. So, Eisen 2 Händer, so. Hierher müssen wir. Gut. Na komm, dann gehen wir mal, werter Freund. Ja, ja, stimmt, weil das Spiel ist ja auch so aufgebaut. Ja, dass man quasi auch gegen die eigenen Leute irgendwann mal kämpfen muss, wenn man in der falschen Gruppe ist, glaube ich. Ist aber hartnäckig. Super. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen, sofort!
Ja? Diese kaiserlichen lagern hier Tränke. Okay, Feinde. Das werden wir brauchen. Wo kommt's her? Oh mein Gott, ja, ist klar, der braucht schon mehr Ausdauer. Deswegen ist das auch. Aber gut, wir haben ja eh einen kaiserlichen. Von dem her, ja, den haben wir K.O. gemacht. Ein alter Lager. Oh, das hört zu uns. Wenn euch was zu laut ist, Leute, dann schreibt das bitte einfach rein. Gut, die haben eh nur mehr Schrott für mich, ehrlich gesagt. Also von dem her. Fischi-Fan ist am Start, ja, servus. Und fertig, hier entlang. Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden mir nicht... Hört ihr das? Azi Milano, ich kann deine Nachricht oben nicht lesen, wenn du Putti reinschreibst, weil die ist ja weiter oben und ich kann während des Films nicht drauf scrollen. Aufpassen! Okay. Das sind keine Feinde. Oh, es sind Feinde. Ihr seid gerade rechtzeitig. Er steht auf meiner Seite, okay. Sorry. Der hat auch nichts Neues für uns. Ah, wie ich da immer geier gleich, gell? Ich geier da immer extrem drauf auf den ihre Ausrüstung. Na, ich will den Eisenkriegshammer nicht. Ich kämpfe lieber mit Schwertern. Irina, Schäfer, herzlich willkommen im Stream. Ein Drache? Bitte. Ja, interessiert mich jetzt eigentlich nicht am Buch. Nicht mit solch einem Unsinn. Eisendolch. Ein Dietrich. Und Zaubertrank der kleinen Heilung. Warum nicht? Weiß wer, wie man in diese Schnellauswahl reinkommt? Ich habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Birke. Ja, freut mich umso mehr, dass du wieder da bist. Danke dir, Emirhan, für dein Abo. Vergesst den alten Mann. Schild brauche ich eigentlich nicht. Euch. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Na klar. Ja. Sind wir ja gewohnt aus Dying Light, oder? Ah, ein bisschen falsch angesetzt. So. Da wären wir drin, liebe Leute. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Und nichts wie raus hier. Na klar, Gold gönne ich mir. Zaubertrank gönne ich mir. Oh, die Kapuze schaut schon leibend aus. Oh mein Gott. Vor allem, Magiker regeneriert sich 50% schneller. Puh. Weniger Rüstungswert, aber dadurch, wie gesagt, mehr Magiker. Muss man schon sagen. So, ist hier noch was drinnen? Nein, hier sind nur Knochen. Gut, dann könnte man weiter latschen. Mal sehen, wann das wieder kommt, Trip. Wie gesagt, ich mache das, worauf ich gerade Lust habe. Ich habe gerade extreme Lust auf Skyrim zocken gehabt. Deswegen kommt das jetzt auch. Logischerweise, ich schaue gerade überall rein. Nicht, dass irgendwo noch Gold oder so rumliegt, ne? Wäre ja nicht gut, wenn wir das übersehen würden. Da liegt aber was. Das mache ich mal auf. Mal schauen, ist das auch so easy? Ja, tatsächlich, schau. Sind wir schon drin, liebe Leute? Ja, Tab für ein Menü, ja, danke dir. Aber wie komme ich dann auf diese Schnellauswahl? Weil ich konnte mich erinnern, auf der PS3 habe ich immer nur auf die Pfeiltaste gedrückt. Also auf eine Seite von die, du weißt schon, von diese Tasten. Und dann habe ich so eine Schnellauswahl gehabt zwischen ein paar Waffen und so. Wie das da geht, würde mich mal interessieren. Wenn du weißt, ob das auch geht. Hier am PC muss es aber normalerweise auch gehen. Weißt du, dass ich quasi nur so ein kleines Menü öffne, ohne dass ich dauernd hier drin bin. Nur so ein kleines Menü links unten öffnen und dann eben schnell zwischen Magie und so wechseln. Drück mal Tab. Ja, dann bin ich hier. Aber ich suche eben wirklich... Kannst du gar nicht sagen, was ich suche. Okay, was war das jetzt? C. Auf C geht auf einmal automatisch. Ah, Weltkarte, okay. Hier unten sollten wir besser zusammen. Hä? Ah, nein. Halten. Linke Pfeiltaste, nein, tut sich nichts. Und nur Pfeiltaste tut sich auch nichts. Ich weiß es halt echt gerade nicht, Leute. Hier entlang. Mach mal was, Cut drauf. Warum bin ich jetzt schon wieder so komisch rausgetappt? Das wollte ich nicht.
Das wollte ich nicht, Leute. So. Na los, beeilt euch. So. Vielleicht wirklich so. Er meinte I. Nein, das war es aber auch nicht, weil I ist Inventar. P. P ist das. U. Weiß noch, wer so eine Taste. Halt F4. Warum bin ich jetzt so geduckt? Ah, bin ich nicht. Das schaut nur so aus. Wie gesagt, Leute. Zack, 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 zack. Dann wo rennen wir mal. Wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Krieg! Krieg! Auf die Tussi! Auf die Tussi! Ich reg das auf, dass er so lange... So lange... Erst, warum geht meiner so schwer? Oh, da bin ich ihn überladen. Bin ich ihn wirklich überladen? Nein. Ah, okay, ich war geduckt wahrscheinlich. Auf ihn! Ich werde euch in Stücken sehen. Kommt schon! Ihr habt gewonnen, ich ergebe mich. Ergib dich. Zack. Zack. Boom. Den haben wir gegeben. So wie es sein muss. So, durchsuchen. Boah, wow, nervt euch die Musik oder nicht? Wenn euch die Musik nervt, dann mache ich es aus. Wenn nicht, dann ertrage ich sie für euch. Ups, was habe ich gerade gemacht? Hörst du mich, nervt das? So, jetzt geht's. Natürlich nehmen wir die Pfeile mit. Gut. Habe ich noch nicht gesehen, bla bla bla, forever. Sieht aber hier in der Ansicht schon mal nicht schlecht aus. Natürlich nehmen wir die Pfeile mit. Ja, sonst brauchen wir eigentlich nichts. Ich werde die anderen jetzt auch nicht durchsuchen. Mal sehen, wo das hier hinführt. Na gut, mach einmal. Muss ich das machen? Er macht's. Führt irgendwo raus. Gut, es ist jetzt aber, glaube ich, auch derweil nicht... Mich stört die Musik irgendwie. Dann werde ich da halt mal die Musik ein bisschen leiser stellen, wenn ich die Musik stört. Ein wenig nur zumindest, Leute, weil ein paar haben geschrieben, lassen, ein paar haben geschrieben, nicht lassen. Ich stelle sie ein wenig lauter, so ein Mittelwert. Ah, lauter, leiser. So. Gut. Na moin. Verdammt, da entlang geht es nicht zurück. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Ah, ist was zusammenbrochen? Das habe ich gar nicht gesehen. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Ist das jetzt schon laufen? Okay. Okay, so kann ich mich ducken, oder was? Also so kann er langsam gehen. Okay, es gab ja auch so eine dieser Funktion, Weg dass er langsam geht. So unnötig, aber okay. Wohl besser hier entlang. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie diese eine Schnellfunktion geht, wo ich die Waffen alle auf einen Blick habe, so in der Schnellauswahl. Oder muss das erst... Ich glaube, das muss ich erst machen hier. Favorit hinzufügen, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaut, Leute, auf F Favorit hinzufüge. Genau. Das meine ich. So. Muss man erst hinzufügen. Also auf Q habe ich das. Perfekt. Kenne mich schon aus. Dann kann ich das quasi wirklich schnell immer ändern. Auch mit die ganzen Tränke und so weiter. Zum Beispiel, ich kann jetzt auch hier... Der Inventar.
Ganz einfach Waffen. Lege ich mir halt mal den Langbogen auch als Favorit. Kann ich den ausrüsten, ne? Kann ich hier einfach mal zu einem Nahkampf machen. Das wäre das. Okay, also die sind eh so schnell kaputt. Gut, auf R kann ich den Schuss wieder abbrechen. Oh mein Gott. Woher seid ihr gekommen? Bam. Oh mein Gott. Wisst ihr, Leute, und das meine ich, weil es ist quasi passiert währenddessen. Und ich muss nie ins Menü gehen, um meine Waffe. Ja. Was kommt denn jetzt noch? Riesenschlangen? Wäh. Ekelhaft. Ekelhaft, diese Spinnen. Einfach nur ekelhaft. Schauen, ich werde nicht hacken, weil das halt für mich keinen Sinn macht. Ich habe jetzt mal schnell gespeichert, ja. Gut, dann gehen wir mal weiter, komm. Ist da Gold? Hast du Gold für mich? Nein. Ein Dolch, aber kein Gold. Nein, Dolch brauche ich nicht. Ich meine, wir könnten den... Soll ich jetzt einfach alles mitnehmen? Ich weiß nicht. Na egal, ich kann ja mal ein paar Sachen mitnehmen, was halbwegs was wert sind. Also nicht so Sachen um 1 Euro, um 1 Gold, aber so 10 Gold oder so. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Oh mein Gott. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Warum nicht? Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Ja, passt, machen wir das. Schön langsam und passt auf, wo ihr hintretet. Ja. Okay. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Oh, Alter. Geht voraus. Ich warte, entscheidet's mal. Soll man's töten oder soll man's umschleichen? Schreibt's mal rein. Lemikro, ja, Mittelalter-Spiel. Die Drachen sind wieder zurückgekehrt. Und wir sollen quasi der Held sein, was die alle zerstört. Vorbeischleichen, töten, 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 töten. Drei haben bis jetzt... viele haben schon töten geschrieben. Schlag sie kaputt. Gut, dann werden wir das mal probieren. Leute, wenn wir drauf gehen, seid ihr schuld. Ihr gehört nicht zur unauffälligen Sorte, was? Komm. Oh, Alter, schaut euch das an. Boom! Und down ist sie, Alter, wie easy war denn das? Ich dachte jetzt, das ist ur der Bossfight. Aber Leute, seht's. Einfach mal easy peasy. Das gefällt mir, man kann sich auch entscheiden. Bärenclown, das nehmen wir mal. Vielleicht braucht man das noch für Quant später mal. Ach, darum ging's Kleeblatt. Sie wollte nicht die Bärin sterben sehen. Verstehe. Wie gesagt, wir haben sie easy peasy erledigt. Dafür ein Like raus, Leute. Aim am Start. Ja, einmal voll gefailt, ich weiß. Aber die anderen zweimal, ja, Aim am Start. Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. PUBG 999 ist auch am Start. So. Mir geht's ganz gut. Danke dir, Keana. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hab ein bisschen Halsweh, aber sonst geht's. Wartet! Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? So. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob gut. Er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel wir gehen das ist noch der mal. Schmied dort. Er wird euch sicher Okay. helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Oh, ich will ihn nicht aufteilen. Ich hasse das alleine in der Stadt. So, wo gehe ich jetzt hin? Wir schauen uns mal die Quests an, liebe Leute. Wir schauen uns einfach mal hier. Ich glaube, auf P ging das. Nein, auf O. Auf U, auf O. Aber wir machen es einfach so. Kann ich Fertigkeiten schon was machen? Egal. Quests auf Escape, ganz einfach. Sprich in Flusswald mit Alvor. Alvor hat vorgeschlagen, ich soll mich in die nahegelegene Stadt Flusswald begeben. Sein Onkel dort ist Schmied und kann mir bestimmt helfen.
Gut, entfesselt haben wir schon gemacht. Jetzt ist das an der Reihe. Gut, wir werden mal schauen, wie weit müssen wir da gehen, Leute. Wir haben ja noch nichts erkundet. Ich würde sagen, wir marschieren ganz einfach mal drauf los. Hast du noch was zu sagen? Am nächsten liegt Flusswein. Ich glaube, das kann wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Kann gar nicht so weit sein. Ohne eure Hilfe. So, muss ich wieder komisch neu reintappen. Ich hasse so Spiele, wo du irgendwie da und raus tappst. Weil wenn ich jetzt rauf und runter scroll, dann scrollt der Chat rauf und runter und das nervt extrem. Gut, ich werde mal ganz einfach dorthin marschieren. Ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Ich werde versuchen, mich gut zu führen, Leute. Einen Drachen wie gesagt, ist General Tullius der mal Einzige, schauen. Der sie aufhalten kann. Jetzt rennst du mir erst nach. Ah, rennt er die ganze Zeit automatisch? So rennt er die ganze Zeit automatisch, okay. Ich glaube, die Stadt ist hier nicht weit entfernt, die muss ich gleich da sein. Seht ihr die Ruine dort oben? Das Ödsturm. Okay, perfekt. Schauen aber zur Zeit. Bin ich hier gern bei den Kaiserlichen. Ja, ich glaube hier einfach runter und dann sind wir schon bald im Fluss, weil zu dunkel kann ich mich noch erinnern. Oder muss ich da doch noch weit geradeaus gehen? Ich weiß es nicht. Ich kann mich erinnern, das war natürlich, ja, wie es der Name schon sagt, an einen Fluss. Stream React ist am Start. Servus, herzlich willkommen im Stream. So. Ich glaube, wir sind da eh auf einem guten Weg. Mit M-Kartenansicht schnell. Ah ja, tatsächlich. Ja gut, das Problem, wenn noch nichts erforscht ist, dann kann ich es auch noch nicht schauen. So, das ist schon wieder, geht mir schon wieder mega auf die Eier, dass ich hier schon wieder im Stream herumscrolle. Gut, egal. Ich glaube, das ist immer, wenn ich irgendwie in einem Menü bin, dann ja, jetzt sehe ich wieder die Zuschauerzahl nicht. Nervt mich auch mal. Extrem, aber gut. Heute hat das auch wieder. So. So passt es wieder, Leute. So passt es wieder. Ja, Fabi Bodes, mach deine Hausaufgaben brav. Und viel Spaß dabei. Carina Renner ist am Start. Warum kennt ihr alle das Spiel? Ja, das Spiel, das muss man eigentlich kennen. Es ist ganz einfach so schön ruhig und so. Sicher, es gibt ein paar Kämpfe, aber was ich schade finde, dass man nicht mit mehr Leuten herumgeht. Weil es gibt ja The Elder Scrolls Online, aber das ist halt einfach nicht zu vergleichen mit dem Spiel hier, weil The Elder Scrolls Online ist schon wieder so auf, so wie WoW-mäßig. Ich will ein Spiel, was so wie das ist, nur Coop-mäßig. Das wäre extrem geil, hier zu zweit, zu dritt mit seinen Freunden durchzurennen, Quests zu machen, extrem geil. The Elder Scrolls Online ist leider nicht so. Aber vielleicht schaue ich es mir auch mal an, Leute. Bisschen Online-Action. So, wir gehen hier mal zum... Wir schauen uns mal das Dorf kurz an. War schon so lange nicht mehr hier. Geh mal auf Innenansicht. Ja, ein Huhn. Ja, hallo. Wir werden da die Waffe wegstecken, weil das sieht nicht freundlich aus so. Oh, Hundi. Stump. Süßer. Vor kurzem habe ich gehört, wie Lukan geschrien hat, dass ein Dieb in seinen Laden eingebrochen ist. Das ist ein guter Hund. Okay, gut. Ich habe genug gesehen. Neu in Flusswald? Ja, hallo. Lukan drüben im Flusswald-Handelskontor sagt, dass Diebe in seinen Laden eingebrochen sind. Seltsamerweise scheinen sie kaum etwas mitgenommen zu haben. Die ist schön, blaue Augen. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Ach ja, dem Jarl. Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Mit Vorräten. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Ja, ich gehe zum Alvor, keine Sorge. Danke dir, schöne also Frau. Schöne Gerdur. Ich glaube, die habe ich auf der PS3 mal gekillt. Gut, gut. Muss ja keiner wissen. Sigrid wird euch etwas zu essen. Hä, du Verräter. Du hast gesagt... Hier trennen sich unsere Wege, jetzt bist du erst hier. Das ist nur ein kleines Dorf, aber wir arbeiten hart. Hier im Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag. Du bist doch ein Verräter. Ich hoffe, dass dieser Drache nicht noch irgendwo Ich will jetzt nicht mit dir reden.
Wir bleiben besser in Bewegung. Red mit mir. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Natürlich. Nehmt euch, was ihr braucht. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Warum darf ich einfach so Vorräte von dir nehmen? Achso, das ist ein Bekannter von ihm, oder? Hat er gesagt, egal, ich nehme das einfach mal alles. Danke dir. Was? Ein Drache in Helden? Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Carrie ist da und Eve ist da. Servus. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Mit Vorräten meinte Dosenbier, so ist es. Es war ein Drache, ja. Ein Drache? Hier in Himmelsrand? Was ist nur los mit dieser Welt? Ich glaube, jetzt höre ich genau sehr Krieg, gut. Jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Mhm. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Wie gesagt, Leute, ich versuche gut zu spielen. Ich versuche wirklich hier keine Scheiße zu bauen. Habe ich leider schon ein paar Mal gemacht. Ich versuche mich hier heimlich, wirklich so wohl zu fühlen in den Spielen. Wirklich heimisch zu fühlen, aber... Ja, habt ihr Vorräte? Nein. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Hat er mir schon alles gegeben. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Hat er schon alles genommen. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Danke dir, Carrie. Mir geht's schon Mann. Besser. Bisschen Hals habe ich noch. Vorsichtig. Aber sonst ganz aber gut. Aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Genau, und wer kann es ihm verüben? Für einen Krieg oder so. Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Wer ist Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet. Eine Frau, ja klar. Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu Cola töten, gönnen, Leute. Kehren wir zurück Hallo. Zur Barbarei. Früher Danke, du gefährliche Sachenmacher, für dein Abo. Herzlich willkommen in der Community, falls du gerade da bist oder nur so zufällig abonniert hast. So. Coca-Cola, I'm loving it. No. Gut, so, jetzt scroll ich schon wieder in Stream auf und ab. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Gerade Bein schneiden. Hä? Bein schneiden? Okay, wieso hast du mein letztes Bild geliked? Ich weiß nicht, ich like ein paar Mal bei Abonnenten durch. Weiß jetzt nicht genau, wo das war oder so, aber... Kann sein, ich like bei ein paar Abonnenten manchmal durch. Hat heute erst wieder ein Bild gepostet, irgendwer. Ich weiß nicht, vielleicht warst das eh du. Nein, ich glaube, das warst nicht du. Oder kann sein, dass das du warst, ich weiß es nicht. Xion irgendwas hieß die Seite. So, was wollte ich noch fragen? Darf ich eure Schmiede Gern benutzen? Nein, das wollte ich nicht fragen. Sich hier vor einigen Warte, bleib hier. Ich habe noch eine Frage. Nehmt euch, was ihr braucht. Kein Problem.
wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Arzt Milano, ja, ich bin auch sad. Leider. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung, jetzt geht's mir wieder besser. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Und was meinst du mit Beinschneiden? Ich verstehe das nicht. Pascal Dua ist auch am Start. Wieso hast du mein letztes Bild nicht geliked, meine ich? Puh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich es übersehen oder so, kann sein, ich weiß es nicht. Auf Wiedersehen. So. Gut. Aber machen kann ich da jetzt halt eh nichts, oder? Ups, jetzt habe ich mir irgendwas geschnorrt. Ah, ein Helm! Ach so, das ist Scheiße. Das ist Stehlen. Fuck. Stehlen will ich nix. Aber die Eisenstiefel gönne ich mal. Ach, mich nervt das so. Mich nervt das so, dass das dauernd rausgerollt, das Spiel. Danke dir, Pascal. Ja, mir geht's wirklich wieder besser. Mich freut's auch extrem. Morgen wieder arbeiten und ja. Gut. Ich glaube, unsere Quest ist, mal nach Weißlauf zu gehen, oder? Ja. Sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Perfekt, da gehen wir mal hin. Beziehungsweise, wie heißt das jetzt, wo wir hin? Weißlauf, glaube ich. Wir werden da ganz einfach mal hingehen. Wir rennen eh. Es sieht nur so arg langsam aus. Kann man nicht irgendwie sprinten, Leute? Ist das wirklich das Maximale, was hier geht? Weil irgendwie... Ja, was soll ich sagen? Ja, das stimmt, Jen. Ich kann wirklich nicht jede Nachricht sehen. Aber ich kann auch nicht auf alles antworten. Wenn ich auf alles antworten würde, dann geht das auch nicht. Anton Schmidt ist da. Servus. Alt sprinten. Alter, ich liebe dich, Black Dead One. Ich liebe dich. Ehrenmann. Alter. So, die Frage ist, was ist das jetzt, ein Feind, oder? Das ist jetzt die Frage. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Ich warne euch, Bürger. Okay, weil ich habe nämlich... Ich habe nämlich Baima so befreit, aber ich glaube, das werde ich nicht machen. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Nein, ich werde... Alter, ich habe gar nichts gemacht. Yeah. Alter, ich habe nichts gemacht, erst. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte sagen, ich wollte brav bleiben. Mhm. Gar nichts bleibe ich. Gar nicht befreien. So, ich loote dir zuerst einmal. Fackel. Leute, war das jetzt schlecht? Black Dead One, war das jetzt schlecht, dass ich die... Hassen die mich jetzt irgendwie? BBE, Norman, freut mich trotzdem, dass du da bist. Hassen die mich jetzt irgendwie oder passt das eh?
Oder habe ich jetzt ein Problem, wenn ich nach Weißlauf gehe? Weil ich wollte eigentlich nichts unternehmen klicken, aber irgendwie hat er dann doch was anderes geklickt. Keine Ahnung. Bogen. Ich glaube, die ganzen Sachen habe ich eh schon gelootet. Stahlpfeil, Fackel. Ja. Gut, jetzt werde ich mal in mein Inventar gehen. Bekleidung. Die werde ich mir gönnen. So, wenn ich hier hin und wieder irgendwie im Menü... Du kannst beim Menü schauen. Wo kann ich das schauen? Wie meinst du das? Kann ich schauen? Was kann ich da schauen? So, einen lasse ich fallen. Oder soll ich ihn nicht fallen lassen? So, warum habe ich jetzt eine Quest dadurch dazu bekommen? Ah, okay, ich habe 1000 Euro Kopfgeld, verstehe. Morde habe ich einen, hä? Ich habe gar nichts gemacht, Leute. So, wo ist der Typ jetzt hin? Weil, wisst ihr, ich wollte gar nichts machen. Gut, ist jetzt auch egal. Die werden mir eh gleich auf die Fresse geben. Oder auch nicht. Mal sehen. Werden wir alles noch sehen, liebe Leute. Oh shit, da rennt schon einer. Im Namen von Weißlauf. Das sagt gar nichts. Gehört auch nicht zu ihm, glaube ich. Egal. Ich regeneriere mich auch mit der Zeit. Ich finde das so komisch, dass der dauernd raus und rein scrollt. Das nervt mich so extrem. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kann ich da irgendwie was ändern? System... Na, egal. Ich lasse es einfach mal so. Ja, voll. Aber hin und wieder sind die mich auch einfach angegangen. Freut mich, dass es dir gefällt, Kitty Foxlove. Wie gesagt, ich spiele halt gern mehrere Sachen. Kann sein, dass mich zum Beispiel morgen überhaupt nicht auf Skyrim freut. Dafür kommt wieder was anderes, was ich extrem nice finde. So, ich sollte wieder mal sprinten. Beste, beste. Epic Friends Crime ist auch am Start. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich überhaupt richtig gehe. Oh ja, hier vorne ist der Eingang. Da hätte ich eigentlich so jetzt gehen müssen, hier so schön. Mir gefällt das, ohne Spaß. Leute, ich hatte mal einen Minecraft-Server und da habe ich quasi, also quasi so ein typischer Free-Build, also City-Build-Server. Und da habe ich quasi auch so ein bisschen wie in Skyrim drauf geachtet, dass es so Vororte und so weiter gibt, dann den Spawn und so. Leute, vielleicht mache ich mal wieder einen City-Build-Server. Da könnt ihr dann alle drauf. Und ja, wird auf jeden Fall auch lustig. Habe ich schon länger vor, dass ich sowas mache. Wird aber noch etwas dauern, denke ich. Aber wie gesagt, ich habe vor, dass ich den halt so ein bisschen mittelalterlich und so mache. Natürlich auch mit Grundstücken und so weiter dann. Grundstückwelt. Einer Spawn-Welt halt, wo halt quasi alle zusammenkommen und so weiter.
Gut, aber ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ja, bisher sind noch alle nett zu mir. Gut, wollen wir mal rein hier. Also müssen wir eh noch... Da ist jetzt der richtige Eingang. Da müssen wir jetzt richtig anklopfen. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Nur mit amtlichem Lichtbildausweis. Gut. Flusswald bittet um bittet den Jarl um Beistand. Ich zahle sicher nichts. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Ja, gern. Mach doch. Zack, 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 zack. Ja, Kaiser Skyrim. Gut. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Oh, schöne Frau. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Idolaf, da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Ich finde das cool, diese Welt lebt ganz einfach, wisst ihr? Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Diese Graumähen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. ...88 Likes haben wir schon, Leute, das freut mich. Bin gespannt, ob wir auf die 100 kommen. Würde mich freuen, Leute. Gut, ich werde keine Scheiße bauen. Ich glaube, hier oben ist so eine Art... ja, Geschäft. Geh mal zum Stufenaufstieg, also Tab. Neue Stufe, voll, Leute. Könnt ihr mir da helfen? Was sollte ich da machen? Magiker, Gesundheit, oder? Glaube ich. Gesundheit ist wichtig, oder? Mal. Zunächst. Oh, 91 Likes schreiben die meisten. Das freut mich. Wie gesagt, Leute, wer noch nicht geliked hat, gerne auf Like. Gerne den Like-Button vergewaltigen. So, Gesundheit werde ich jetzt nehmen. Warum geht das schon wieder nicht? Gesundheit. So, und jetzt, was nehme ich jetzt? Weil ich kann ja hier jetzt auch nochmal so Bilder oder so. Oder? Kann ich das noch nicht? Oh ja. Nur was nehme ich da? Oh shit. Fertigkeiten. Zerstörung, Wiederherstellung, Veränderung, Verzauberung, Schmiedekunst. Ich hätte ja gern so ein bisschen Magikermäßig was. Wisst ihr, was ich meine? So. Zerstörung. Danke dir, Norman. Danke dir. Ehrenmann, und bis zum nächsten Mal. Ich muss auch morgen wieder aufstehen. Ich glaube, ich nehme Zerstörung mal, oder? Ich glaube, das ist doch Feuer oder so, oder? Ja, die Schule der Zerstörung umfasst die Kontrolle von Feuer, Frost, Blitzen. Weil das Leibende ist, ich kann dann in der linken Hand einfach mal auch Feuer und so machen. Aber kann ich das überhaupt schon nehmen? Feuer? Nein, Feuer habe ich noch nicht, oder? Da muss ich hier... Achso, auf Magie, da muss ich hier... Tab auf Magie. Zerstörung? Ach ja, tatsächlich, Flammen habe ich. Ah ja, genau. Das heißt, gut. Genau. Aber Eis habe ich ja noch nicht. Eis habe ich ja noch nicht. Heilung habe ich, ja, aber ob ich jetzt Heilung nehmen? Heilung werde ich mir aber auch mal. Stimme des Kaisers?
Ich werde mir die Heilung auch mal... Ich werde mir die... So werde ich das machen. Favorit werde ich mir die hinzufügen. Zauberbücher muss ich kaufen. Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Ja. Werft einen Blick darauf. Ach, der hat mich damals schon so aufgeregt. Ja, ich verstehe. Waffen hat er nicht so viel. Aber ich habe 900 Gold, gar nicht mal so wenig. Bekleidung. Ah, ich scroll schon wieder in die Bistüme rauf und runter, wenn ich hier bin. Geht mir schon wieder dezent auf die Nerven. So. Kann ich nochmal hier raufklicken? Ein Bogenschütze? Oh. Da habe ich genau das Richtige. Warte, wie sich das anhört. Ein Bogenschütze? Oh. Boah, die kosten schon sehr viel. Essen? Nein, ich will eh noch... Was jagt ihr denn? Egal. Ich will es gar nicht wissen. Oh. Sonstiges? Dietrich. Gut, egal, Leute. Ich werde ganz einfach mal gehen. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Voll. Die Genasse. Furcht und Reue sind mir gänzlich unbekannt. Wenn ihr meinen Sold bezahlt, werden wir gemeinsam jeden Feind vernichten. Das will ich mir auch zulegen, oder? Ein Söldner wäre schon geil an unserer Seite, oder Leute? Was sagt ihr dazu? Wäre schon mal ganz nice. So, ich gönne mir jetzt noch eine Strepsils. Wer will noch eine Strepsils? So, hier mal gönnen. Für eine Handvoll Gold, folge. Diese Graumähnen. Graumähnen oder Kampfgeborene? Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Ja, was weiß ich. Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans. Beide alt und hoch angesehen. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal, Graumähnen oder Kampfgeborene? Was bin ich nochmal für einer? Früher oder später müssen wir uns alle für eine Seite entscheiden. Lang lebe das Kaiserreich. Ich soll ein Kampf... Ja, er ist ein Kampfgeborener. Wäre sinnvoll, wenn ich die das... Die Wahrheit auch... ist, dass das... Die... Was? Da kann ich jetzt nicht mehr mit ihnen reden, so? Was? Kann jetzt nicht mehr mit ihnen reden, schade. Etwas. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas... Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Er will jetzt nicht mehr mit mir reden. Vielleicht später. Ich will nur eine faire Chance. Dann sprinten wir mal hoch zum King, zum Jarl. Ah, hier sieht's doch schön aus. Hier würde ich auch gern wohnen. Ach, genau so stelle ich mir meine Minecraft-Welt vor. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Auf Q. Genau so muss das sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher fällen. Genau, hier kann ich das auch schön auswählen. Zack, zack. Wie ich's haben will, ne? Entweder... Beide Tasten, Flammen, ne? Ich will jetzt hier nicht rumzaubern. Genauso gefällt mir das. War auf der PS3 auch extrem nice. Ach ja, da kann ich warten. Komme ich da jetzt nicht rein, oder was? Achso, das meinst du. Ja, ja, voll. Oh ja, ich komme hier rein. Gut, dann schauen wir mal. Wir sehen aus wie der Ärgste. Na, wie schön kaiserlich aus. Was soll ich sonst machen? Unmöglich zu sagen, was das bedeutet. Mein Herr, was soll diese Unterbrechung? Na, super. Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Ich bin der Ansicht, wir brauchen noch mehr Informationen, bevor wir handeln sollten. Ich
Und wer ist das? Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Na, freut mich. Irilith. Ihr wisst etwas über Helgen? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Kommt. Weil ich weiß genau die richtigen Antworten, ohne Spaß. Ihr wart also in Helgen? Ja. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ich habe ihn erledigt. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschlagen. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Ich glaube, das ist ja so... Ich mache jetzt ganz einfach mal das. Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl von Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ja, wirklich, ohne Spaß. Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Stimmt. Irilith schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldige mich. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Danke dir. Ich hätte da noch etwas für euch. Ja? Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Danke dir, Black Dead One. Danke euch. Alle schreiben schön. Ich weiß nicht, wer hat angefangen mit Hashtag aktiv? Ich weiß nicht, ihr seid einfach die Besten. Ich habe gar nicht gesagt, dass aktiv reinschreiben sollst, oder? Ihr seid einfach die Besten, Leute. Ohne Spaß. So. Ich werde mitkommen und euch Faringar vorstellen. Ja, perfekt. Er ist manchmal etwas schwierig. Ja, so sieht auch aus. Magier nun mal so sind. Nervt das mich schon wieder. So. Ja. Ja, das habe ich, wusste ich eh schon von damals, dass ich da schnell reisen kann. Ob ich das wirklich immer machen will, ist halt die Frage, weil halt irgendwie immer nur schnell reisen. Man muss erstmal alles entdecken, das dauert eh seine Zeit. Was hat mir der geschenkt? Geil. Das ist schon geil. Oh. Nackig. Das ist schon geil. Danke dir. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich... Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Danke. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Oh ja. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Na gut. Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Na gut. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Perfekt. Wenn es eh Flusswald ist, dann ist das eh nicht weit. Dann wird das, denke ich, auch sehr friedlich sein.
dort in der Nähe von Flusswald, also wo wir vorher gerade eben waren. Sebastian Schöberl und Delphix sind neu dazugekommen jetzt. Servus. Auf zum Ödsturz-Hügelgrab mit euch. Der Jarl ist ein ungeduldiger Mann. Und diese Drachen mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wenn ihr mich jetzt... Was benötigt ihr? Dann guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Farengar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Lex Peace am Start, Servus. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. Na klar. Und Weißlauch Hühnerschnitzel ist am Start. Oh, jetzt habe ich Hunger. Geil. Also gut. Ich hätte eigentlich auch noch was gegessen. Morgen wieder arbeiten. Ich hoffe, dass alles lässig wird. Servus und danke fürs Dabeisein, AC Milano, gell? Mit Banditen komme ich gut zurecht. Oh, was für eine prächtige Rüstung. Aus traditionell geschmiedetem Stahl. Ja, da schaust du was. Habe ich von deinem Chef bekommen, höchstpersönlich. Gut. Die Leute meinten, ich soll gleich auf die Karte schauen. Achso, jetzt geht's ja nicht. Egal. Ich gehe mal Richtung Himmelsrand. Tom Fische ist am Start. Servus. Wir sprinten da mal durch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hier können wir, glaube ich, links. Na, wir hätten vorher schon links gehört. Oder auch nicht. Na, wir können hier einfach runter. Hier können wir links, so. So ist das Ding. Was ist los? Drachen? Wir werden sofort. Ja, ich hab's eilig, Leute. Ich kann nicht hier in der sicheren Festung sitzen. Ja, habe ich Hühnerschnitzel. Danke, Leute, für 100 Likes. Ihr seid echt die geilsten. Danke euch. Bin gespannt. Machen wir Road to 150, hätte ich gesagt, oder? Road to 150, Leute. Und gerne den Stream teilen und weiter euren Freunden erzählen, wenn es euch gefällt. Ihr wisst, das ist der beste Support und wir gehen auf die 7000 Abos zu, beziehungsweise mal auf die 6,5, aber wir haben dann Road to 7000 Abos. Gut, Leute, soll ich jetzt wirklich Schnellreise machen? Ah, Weltkarte, so. Ja, hier soll ich hin quasi. Aber wo ist Flusswald? Hä? Habe ich da gar keinen Flusswald? Ah, Flusswald ist hier. Ungewohnt. Ach so geht das. Mach mal schnell nach Flusswald, ja. Danke dir, Sebastian S., gell? Ehre geht raus. So ist es. Putti Gang, Putti Gang, Putti Gang, Putti Gang. Dom ist am Start. Gut. So, ich schaue jetzt kurz mal trotzdem auf meine Quests. Was sind denn eigentlich so die Quests? Ich suche halt wirklich die Hauptquests. Das ist also wirklich Hauptquests. Mhm. Gut. Markierter Ort. Warum ich den markiert habe, weiß das wer? Kann ich den abmarkieren? Geht das? Geht das irgendwie, dass ich den abmarkieren kann? Weiß das wer? Schauen solltest aber schon lernen, wenn du wirklich was lernen musst. Es ist nicht gut, dass du dann hier im Stream sitzt. Aber wie gesagt, Ehrenmann trotzdem. Aber trotzdem, wenn du was lernen musst, ja. Egal, wir werden jetzt mal dort hochgehen. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Ich gehe dann mal wieder. Was auch immer ihr benötigt.
bei Ismir, wenn es einfach und stark gut, ist. Gut, ich gehe ganz einfach mal dorthin. Ich rede mal kurz mit der Wache, vielleicht hat die noch was Ärger zu sagen. Ärger oder so? Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Was ist? Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Aha, die reden so viel Scheiße. So, ich muss mal schauen. Ich werde mal die Flammen ausrüsten. So. So werden wir das machen. Und jetzt werden wir mal Richtung Markierung gehen. Mal schauen, was wir da so in Besitz bringen können. Zack, bisschen schwimmen. Hoppa, 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 Reiter. Ich will da gern hoch. Hallo, kann ich da hoch? Ah, es buggt ein bisschen, aber wir schaffen das schon. Ja, wir schaffen das. Ich habe gesagt, wir schaffen das. Wenn ich da jetzt was anzünde, ja, brennt es. Dann brennt es. Tanja Putti-Fan ist auch am Start, freut mich. Herzlich willkommen im Stream. Vor allem ihren... Ich weiß jetzt gar nicht. Ich weiß das bis heute nicht. Tanja kenne ich als Mädchenname, aber kann auch sein, dass du ein Junge bist. Es tut mir wirklich leid, aber dein Name ist Ehre. Aber wäre cool, wenn du das mal aufklärst. Mädchen oder Junge, ich weiß es halt echt nicht. Ich glaube aber echt Mädchen. Aber der Name ist wirklich Ehre. Wann streamt Marius wieder? Gute Frage, Fischi-Fan. Flamong ist auch wieder am Start. Ich glaube, das ist halt nicht der korrekte Weg. Ich schau mal kurz auf die Map. Egal, wir werden uns schon einen Weg darauf bahnen, sage ich jetzt einmal. Vielleicht da drüben weiter. Herunterfallen will ich halt auch nicht. Bin ein Junge, okay. Dann tut's mir leid, gell? Sorry. Ehrenmann. Dein Name ist wirklich Ehre. Freut mich sehr. Wie gesagt, ich war mir wirklich nie sicher. Aber jetzt weiß ich es ja. Hier, da ist eine Hütte. Ich habe Angst. Zu der gehe ich jetzt nicht. Ich habe halt wirklich Angst, zu der Hütte zu gehen. Irgendwie habe ich das schon probiert, es geht aber nicht. Ah, okay, jetzt geht's. Danke dir. Und das da unten, Blacked One, ist die eh? Ist die eh nett? Weil ich kann mich erinnern, ich habe die irgendwann mal gekillt. Danke dir, Blacked One. Ich wollte dich nämlich gerade fragen. Ich war mir nämlich echt nicht sicher halt. So, super, jetzt geht's nicht mehr weiter. Komm, ich will da hoch. Lass mich da hoch. Sieht halt echt so böse aus, ne? Ich weiß es halt gerade echt nicht, wie ich da... Ich hätte auch ganz einfach einen einfachen Weg nehmen können, aber nein. Ich muss ja den ersten... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Abos ich habe, Hühnerschnitzel. Ah ja, voll. Da haben wir es. Was ich glaube, dass es auch auf der Ansicht viel einfacher ist, wo hochzukommen. Weil man das viel besser sieht. Ich weiß es halt wirklich nicht, Hühnerschnitzel. Ich würde es gern schaffen. Und Gold gönne ich mal. Eisenstreitags brauche ich nicht. Und das finde ich halt cool, ne? Weil ich gehe jetzt schnell auf den Langbogen. Den ich übrigens auch umrüsten muss. Objekte, Waffen. Kaiserlicher Bogen. Ah, Blödsinn. Dem ist nicht genug. Wir müssen auf Waffen gehen, kaiserlichen Bogen. Und der Favorit hinzufügen. Und den anderen entfernen. Wo ist denn jetzt der Feind? Ich kann das hier schnell beenden.
Komm. Alter, warum triff ich den jetzt nicht? Aimen. Aimen heißt's. Einen ordentlichen Headshot. Alter. Ah, da sind wir ja. Gut, egal, ich pack halt wieder meine Flammen aus. Meine Magiker ist schon wieder fast. Das Coole ist, ich habe jetzt da viel zu viel auf die eingewirkt. Immer. Man muss gar nicht so viel. Es reicht, wenn ich da... Es ist noch ein bisschen ungewohnt am PC, ihr merkt es. Es reicht, wenn ich da ein bisschen Feuer drauf mache. Danke dir, Black Dead One. Ich habe es leider zu spät gelesen. Wie gesagt, was war das? Jagdbogen. Das ist der Jagdbogen. Noch besser als der andere Bogen, oder was? Na. Kaiserlicher Bogen hat noch immer mehr. Gut, egal. Sie küsst die Mauer. Es ist so. Leute, sie küsst einfach mal die Mauer. Danke, Desandro. Ich mag euch auch alle. Beste Community einfach. So. Wie gesagt, ist noch ein bisschen ungewohnt, die Steuerung. Gehen wir mal da rein. Schauen wir mal, was uns in diesem Öl-irgendwas-Tempel erwartet. Okay. Hallo? Wer zu Hause? Oder nicht? Wir sollen also hier warten, während Adel mit dieser goldenen Klammer. Ich glaube, das wird spannend. Was werde ich machen? Ich werde mal den kaiserlichen Bogen ausfassen. Ausgehen Sie, dann lasst ihn doch. So müssen wir unser Leben nicht riskieren. Und was ist, wenn Adel nicht zurückkommt? Ich will meinen Anteil an der Klaue. Seid ein. Ist da jemand? Alter, komm. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Komm her. Hörst du, was ist? Oh, ich bin schon wieder draußen aus dem Spiel. Mich nervt das so. Ich scroll schon wieder in Tippi um und um. Das nervt mich. Irgendwas stimmt hier nicht mit der Einstellung oder so. Ich will doch einfach nur... Alter, in welchem Menü bin ich jetzt? Ah, okay, ich war in so. Nein, nicht so. Hörst du, Alter? Mir ist wurscht, ich kann dich auch anzünden, wenn es da Problem damit hast. Bitte. Ich hätte dich leben lassen. Aber so sicher nicht. So bestimmt nicht. Die Maustaste, um mit Waffen zu schlagen? Mauser drücken, dazu tut sich bei mir nichts, oder? Oder meinst du, wenn ich jetzt zum Beispiel... Hä? Keine Ahnung gerade, wie du meinst. Egal jetzt mal. Die Frage ist, kann ich hier irgendwas mal brauchen? Biergold. Amethyst. Amethyst gönne ich mir ja gerne. Die ganzen Skäfer regen mich jetzt schon auf. Tut sich bei mir aber auch nichts. So geht was. Ganz normale Maustaste. Hat der auch vielleicht Gold, ja. Dietrich. Aber nichts, was besser ist als meins, dann interessiert es mich schon nicht. Ah, meine Kiste, die werden wir natürlich öffnen. Novize. Entweder sind da alle immer gleich, alle Novizen. Dietrich, Gold, Zaubertrank der kleinen Heilung.
Na, die brauchen wir nicht. Wir haben eine Rüstung. Alles, was schlechter ist, brauche ich nicht. Ja, okay. Geht also eh so locker. Ich glaube, dass das creepy wird da unten. Ich habe es irgendwie creepy in Erinnerung. Leer. Egal, wir schaffen das schon, Leute. Ich habe schon ein bisschen Angst, Leute. Aber ihr seid ja bei mir. Leinentuch. Oh, ich nehme es mal mit. Kann ja nicht schaden, wiegt ja nicht so viel. Kommt bald wieder Sandro, gell? Danke, der Griechenland ist Beste. Ah, Beste. Okay, da rennen eh Menschen herum. Gut. Werde ich halt mal wieder meinen kaiserlichen Bogen auspacken. Und die da so ein bisschen stealthen. Oh, das wollte ich nicht. Ah. Okay, also das ist schon mal nicht klug. Das ist gut, wenn er uns das vorgezeigt hat. So, jetzt weiß ich, jetzt müssen wir ein Rätsel erfüllen, das weiß ich noch. Oder, beziehungsweise... Ich bin eigentlich immer am liebsten als Dunkelelf so herumgerannt. Kannst du auch mal ein Video machen? Ja, was für ein Video, genau. Wie meinst du das? Meinst du generell mal ein Video? Wie gesagt, ich streame halt zurzeit wirklich nur. Ich glaube schon, dass du es kennst. Ich muss nur gerade schauen. Ich kann mich noch erinnern dran. Ah ja, easy. Easy peasy lemon squeezy. So. Easy peasy lemon squeezy. Was? Ach so, da ist ein Aal. Hab falsch gesehen. So, jetzt passt's aber. Zack. Dein Gold nehme ich mir nochmal mit, deine Fackel auch. Das andere kannst du dir gerne behalten. Nein, Delfin. Ich bin jetzt schon drinnen, dort, wo der hin wollte. Ah, ein Amethyst, nice. Nichts. Durchsuchen, Truhe, Gold. Seelenstein, genau, Seelenstein hieß das ja. Ich glaube, von hier habe ich mal alles. Ja. Alter, du Scheißgeber. Ha, das hast du davon. Aber es sind noch Feinde hier. Der wird gleich um die Ecke wuppeln. Das ist halt schon extrem effektiv, die Magie. Weil du kannst sie schon sehr, sehr schön, sehr präzise ausschalten. Ich mag das. Ich mag das Spiel echt. So, ich schau noch hier. Gibt's hier was? Nein. Aber ich kann die, glaube ich, schön anzünden. Ja, die brennen dann. Ah, die verbrennen nicht einmal. Schade. Ich dachte, die verbrennen dann so geil. So, ich werde nichtsdestotrotz mal wieder mein Eisenzweihänder auspacken. Ich habe heute 39 Euro dafür auf Steam bezahlt. Ich weiß, jetzt werden sicher alle sagen, warum hast du es nicht dort und dort gekauft? Keine Ahnung. Steam, gehst hin, gibst ein und zack, da hast du's. Keine Ahnung. Hab's halt, wie gesagt, ganz einfach über Steam gekauft. Hab jetzt auch gar nicht dran gedacht, dass ich es mal woanders kaufe und Geld spare. Kommt da jemand? Seid ihr das? Hagnir? Aber wie gesagt. Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Knochenmehl. Hier gibt's sonst eh nichts mehr. Ich glaube, jetzt werden uns gleich ein paar Skelette nerven.
Würde mich ja fast schon wundern, wenn nicht. Ja, da muss man sich durchschlagen. Ja. Oh, Alter, nein, oder? Mal schauen, wie dir dann die Magie gefällt, wenn du gegen Frost bist. Okay. Ja, ich weiß schon. So. Oh, auf der Blazy war das wesentlich einfacher mit der Steuerung. Ich glaube, ich bin es halt auch ganz einfach noch nicht gewohnt. Alter, stirb! Ohne Spaß. Nervt mich. So, ich hasse Spinnen. Verlass mich nicht, um Arkais willen. Ich hasse Spinnen. Ihr, hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. So ist es. Lasst mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Woher weißt du, dass ich die Special Edition habe? Ja, ich habe wirklich die Special Edition, weil... Achso, du weißt das ja voll. Steam. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Verlass mich nicht, um Arkais Willen! Ah, tschüss. Tut mir leid, ich muss dich halt leider... Es lockert sich. Ich kann es spüren. Warum geht das wieder nicht? Ich will das legendär machen. Dummkopf, warum... Haha. Bist nicht mal mehr zum Reden kommen. Goldene Klaue, lalalala. Das wollte der? Nein. Eisenschwert... Ah, der hat eh nur Müll. Nur Müll hast du. Nur Müll. Nur Müll, den eh keiner braucht. So, mal schauen, was gibt's denn hier so noch? Solo-Team ist am Start. Servus, Solo-Team. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. So, Leute. Nicht vergessen, Like rauswuppeln und hier Instagram vorbeischauen. Wer noch nicht hat, gerne hier Instagram auschecken. Oh mein Gott. Alter, die werden jetzt wach. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Adragr. Hörst, mir ist eh wurscht, Alter. Ihr werdet eh alle sterben. Weil ich hasse so schaurige Gestalten einfach. Hörst, ich hasse euch einfach. Okay, ich habe euch damals schon gehasst. Und ich hasse euch noch immer. Ich hasse euch, seit ich 13 bin. Und ich werde euch auch für immer hassen. Zack, zack, zack. Tod, so sieht's aus, wenn's euch mit mir anlegt. So, habt's wenigstens was Gold. Gold. Mir eigentlich relativ wurscht, ob ich euren Mittagsschlaf gestört habe. So, was ist das jetzt? Eine Falle! Alter, ich hab so gewusst, ohne Scheiß. Warum habe ich die nicht gesehen? Da war sicher wohl was gespannt, gell? Ah nein, hier bin ich draufgetreten. Alter, nicht euer Ernst, oder? Wieso bin ich so ein Volltrottel? Ich hasse mein Leben. Alter, nein. Nicht euer Ernst. So, gut. Weil ich so klug bin. Ich bin hier schon wieder geduckt. Ich bin so dumm, Alter, ohne Spaß. Ist das, weil ich nicht gespeichert habe? Erst... Lass es einfach bleiben, okay. Perfekt, so will ich das. Gut. Das schließen wir schnell auf. Alter, Leute, ich bin ohne Spaß so dumm. Also wenn ich speichere, dann komme ich wirklich dorthin, wo ich gespeichert habe. Okay, danke dir. Dann werde ich das jetzt machen. Ich dachte, dass das mit Speichern auch nur in bestimmten Abschnitten geht.
Werde ich das ab jetzt machen, dass ich dann speichere. Lasst mich nicht vergessen, Leute, gell? Sorry für das jetzt, echt dumm von mir. Wie ich, wenn ich am Zocken bin. So, was ist da drin? Gold, gönne ich mir. Ich nehme mal wieder die Flammen. Wieder so vorsichtsmaßnahmenmäßig so. Rushen, rushen, rushen. Das war eher eine Sackgasse, da habe ich mich eher aufs Bauchgefühl vorher verlassen. Danke dir, Anna, gell, für dein Like. Und dass du sagst, gell, dass alle liken sollen. So, da ist nirgends was drinnen. Leer, leer, leer. Den Stoff nehmen wir mit, wie vorher. Dann rushen wir weiter. Es war ja nicht so viel, aber ich habe mich halt genau umgeschaut, ne? Jetzt, wo ich weiß. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ich bin so ein Depp. Ich warte so, bis er reinrennt. Erst stirb endlich. Ich hätte einfach warten sollen. Ich wollte aber schauen, was passiert, wenn ich ihn überrasche. Das wissen wir jetzt. Jetzt weiß ich, dass besser gewesen wäre, wenn ich ihn einfach gelassen hätte. Egal. Gut, wir gehen schon weiter. Zock doch mal Need for Speed. Vielleicht mache ich das. Ich fühle mit dir. So. Gleich einmal System schnell speichern. Ah, noch einmal. Zack, da auch. Einmal, nein, zweimal. Aber trotzdem werde ich jetzt noch raufgehen. Ich werde mir nämlich noch hier das, was da im Schrank drinnen steht, gönnen. Weiß nicht, ist hier auch was drinnen? Nein, hier die Fetzen gönne ich mir wieder mal natürlich. Und ja, das war's eigentlich schon. Hüpfe ich runter. Zumindest kein Fall Damage, das ist schon mal sehr gut. So. Ah, jetzt kommen die Skever. Die habe ich ja schön souverän mit den Flammen. Ah, da kommt schon der Erste. Seelensteine sind ja, glaube ich, sehr gut. Also Seelensteine sollen wirklich... Die helfen viel. Was ich weiß. Für Kräfte und so weiter, glaube ich. Alter, wo bist du hin? Sack und du bist schon tot. Wie gesagt, also mit mir ist nicht zu spaßen, lieber Skever. Oder wie du auch immer heißt. Zack und weg bist du. So, jetzt haben wir hier nochmal ein paar Sachen. Was ich hier vielleicht eh was übersehen habe. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, kann man die Fetzen zu was brauchen, Leute? Boah, ich verdrücke mich noch zu oft. Wo soll der wer kommen? Ich weiß, dass ich mit der Klaue okay. Bin, aber ich brauche Hilfe. Wie gesagt. Wir werden jetzt mal der Spinne zeigen. Ja, wenn sie sich abseilt. Nein, nicht schon wieder. Hilfe! Oh, voll verkackt. Haltet es von mir fern! Ja gut, viel anrichten tue ich jetzt damit nicht. Tötet es! Der Heilung mal so einen kleinen Start. Einen Startboost geben. Oh mein Gott, jetzt greift es an. Alter, warum hast du jetzt das Schwert nicht gezückt? Ich hätte gern rechts so eine Einhänderwaffe. Und... Ja, hier. Rechts eine Einhänderwaffe und links halt die Magie. So. Gut, lieber Dunkelelf. Drüben. Oder Dunkelzwölf. Ich weiß es nicht, Leute. Dunkelelf oder Dunkelzwölf? Oder Dunkeltreizehn? Okay, das war jetzt schon ungünstig. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt ja, ich habe die Spinne getötet, nicht es. Auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert.
Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Dunkel 12. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Gebt mir die Klaue. Süßer Atem von Arkay. Dankeschön. Holt mich, verlasst mich nicht, um Arkays Willen. Es lockert sich. Ich glaube, ich tue ihn einfach wieder mit die Flammenmeier machen, so wie vorher. Das war sehr stilvoll. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Ah, ich hab's gewusst. Schau, mir ist eh wurscht. Jetzt bist du halt tot. Wenn ich doch nur aufstehe. Falsche Entscheidung. Hättest du es einfach geben. Wie gesagt, ich bin der beste Magiker hier im ganzen Himmelsrand. Also mit mir braucht sich ja keiner messen. Gönne ich mir halt mal da ein paar Werkzeuge zum Sezieren und so weiter. Begräbnisurne, leer. Ah, durchsuchen. Gold. Gold ist Gold wert. Ihr wisst das, Leute. Gold ist Gold wert. So, hier, durchsuchen Urne. Gold. Na, das habe ich jetzt nicht durchsucht. Bin noch immer ein bisschen. Noch immer ein bisschen komisch. F5. Tatsächlich. Ich dachte zuerst, ihr trollt mich und dann schließt sich mein Spiel. Wohl nein. Black Dead One doch nicht. Aber danke euch, Leute, wirklich. So, mal schauen, was die von Feuer halten, die Lieben. Okay, der steht nicht auf, der steht auf. Das wusste ich gleich, dass du aufstehst. Man muss wissen, wie lange man sie mit Magie vollpumpt. Ja, jetzt muss ich nämlich schon mein Schwert rausholen. Eisenzweihänder, it's am Start. Alter, was ist mit dir, Alter? Bist gleich hin. Schwänz deppert bist lang. Zack. Und zack. Tot. Wie immer mal alle gut. Ups. Amethyst. Das finde ich halt cool. So, wo ist denn der letzte von euch Vollkoffer gewesen? Habe ich schon durchsucht. Der war da drüben, gell? Ja, der konnte nicht mal gescheit aus sein Grab raus. Und schon haben wir ihn zerstört. Gut, noch einmal schnell speichern. Wie sollte ich mit M5 ein Spiel schließen? Kleeblatt, wenn es mich nicht in GTA killen kann, killt es mich halt so im Chat. Indem es mich... Ja, ich hab's so gewusst, Alter, ohne Scheiß. Alter. Bam, die hab ich's gegeben. Na, jetzt leuchten deine Augen wohl nicht mehr so cool, gell? So, die sind aber alle tot, soweit sehe ich. Boah, ich hasse das. Boah, ich hasse das, wenn die so aussteigen. Aus ihren Betten. Genau das. Hasse ich. Alter, du komm nicht so schnell her. Alter. Was ist denn jetzt los? Warum stehst du nochmal auf? Alter, hinter mir auch? Zack. Oh, ich hasse euch, Leute. Tut mir leid, ich hasse euch. Oh mein Gott. Na, jetzt habe ich mir was Falsches genommen. Das wollte ich ja gar nicht. Oh, ich hasse das. Ich hasse diese schieren Gestalten. So. Oh mein Gott. So, hier steht schon mal keiner auf, glaube ich. Ich hasse es, wenn sie dann so von hinten kommen. Alter, sei mal nicht böse. Ah! Alter. Zum Glück habe ich erst gespeichert. Alter, der hat mich erschrocken. Ich war neugierig, ich wollte wissen, was das da oben ist, okay? Super. Steh auf! Na, steh auf, ich erkenne, dass du ein Feind bist. Ha, du bist nicht mal zum Schlag kommen, Opfer.
Gut, werden wir weitergehen. Gleich mal speichern. Ja, ich weiß, aber das Problem, bringt mir das was? Perfekt ist halt, wenn alle zusammenstehen, oder? Dann geht das die Magie auf beide. Im Endeffekt sind sie arm. Sie können nicht mal mehr reden, gell? Oh, ihr seid so arm. Oh, du Armer. Armer Drogra. Oder wie du heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Drogra. Was soll das sein? Was zum Teufel ist ein Drogra? Kann auch die durchsuchen. Ah, die haben auch Gold. Und nicht, dass ich noch wem aufwecke, wenn ich die durchsuche. Will ich nicht. Drogra. Drogra. Ja, das weiß ich schon. Ich habe schon ein paar Seelen gesammelt. So. Gleich einmal schnell speichern. So wie es uns der Black Dead One gelehrt hat. Zack. Und sind wir schon da. So, das werde ich jetzt mal machen. Weiß ich, wenn ich Flammen drauf heiz, geht das auch mit Flammen wahrscheinlich nicht. Weiter, das wollte ich nicht. Erst. Okay, geht auch mit Flammen. Okay, hat mir jetzt nicht wirklich was geholfen. Denke ich jetzt mal. Oh, bist abgefackelt, hä? Armer Drogre. Armer Drogre. So, was haben wir da noch alles? Haha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haha, wie sie alle eingehen. Haha. Opfermäßig. Ja, ist schon ganz geil. Ist schon ganz geil, die so zu töten. Ich habe ja gar nicht erwartet, dass jetzt was runterfällt. Oder überhaupt, dass da so viele jetzt nachkommen. Gleich mal so ein bisschen drauf schauen. Ah, wacht da noch wer auf? Nein. War schon alle. Ja, überhaupt, wenn sie so verstaubt sind, brennen sie gut. Gut. Drogra. Ich finde das auch gut, es schauen nicht alle gleich aus. Also, es hat schon hübschere und... Komm, ergib dich. Ergib dich, habe ich gesagt, sonst stirbst du. Armer Drogra. Juhu, schwimmen. Oh, schade. Was passiert jetzt? Okay. Wir müssen also wahrscheinlich wirklich dort drauf. Zaubertrag der geringen Magiker. Werde ich dann aber eher immer übers Menü nehmen, werde ich jetzt dabei keinen Favoritenplatz machen. Freut mich, dass Intro am Start ist. Herzlich willkommen. Gell? Hier gehöre ich rauf. Ich dachte, ich kann das jetzt verbrennen, so episch. Oder zusammenschlagen. Ah, ihr seht, ich vertausche noch immer die Tasten. Sammeln, na da, klar sammel ich die. Schimmelpilze, ja, sammel ich. Wer weiß, für welche schimmelige Angelegenheit wir die noch brauchen, so. Rolle des Feuerballs. Kann man das dann alles erlernen, gell? Diese ganzen Rollen. Was, wenn ich die benutze, dann erlerne ich sie, oder? Oder ist das... Was bedeutet diese Rollen nochmal? Ist das einfach nur eine kurzzeitige Stärke? Hier zum Beispiel eine Feuerexplosion, die in einem Radius von 5 Metern 50 Schadenspunkte verursacht. Die kann ich erlernen, oder? Black Dead One. Beziehungsweise diese Rolle der Hysterie, die ist halt nur einmal anwendbar, ne? Für 60 Sekunden. Aber die, glaube ich, erlerne ich, oder?
Ach so, also nicht für immer, oder was? Wenn ich sie benutze, dann macht er direkt was damit, oder was? Johannes Orlowski ist am Start. Servus, Johannes, der kann es. Ja. Hier mal ganz langsam runtergehen, würde ich sagen. Oh mein Gott, das sieht krass aus. Das sieht nicht schlimm aus. Ah, nicht schlecht, nicht schlimm. Kann man schnell mal falsch verstehen. Hallo Drogre, mein Freund Drogre. Drogre, mein Freund, was hast du mir zu erzählen? Da mein Freund der Drogre. Ja schon, aber ich habe das dann nicht für immer, oder was? Wie verstehe ich das? Ich werde hier trotzdem nochmal reinschauen, vielleicht gibt es ja irgendwas Cooles hier. Oder komme ich hier nur wieder rein? Na, hier gibt es tatsächlich eine Kiste. Ah, die ist leer. Ah nein, tatsächlich. Wir sind in den Kreis gegangen. Wer hätte es gedacht? Wir sind in den Kreis gegangen. In den Kreis vor allem. Ah, ich gehöre hier entlang, so. Gut. Ja, Steuerung am Start. Ah, ich springe statt zu sprinten. Einmal springe ich um zu sprinten, einmal ducke ich mich um zu sprinten. Aber richtig sprinten tue ich nie. Erst nach dem zweiten oder dritten Versuch. Oh mein Gott. Drogre! Mein Freund Drogre. Alter, der hat mächtig Muckis. Wie gesagt, du ruheloser Drogre. Du wirst mich kennenlernen. Drogre. Drogre. Weißbrot, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht, gell? Mal sehen, wann wir das wieder machen, Kiana. Ich denke eh bald mal wieder. Okay, perfekt. Ich hoffe, dass mir morgen gut geht bei der Arbeit, Leute. Weil morgen gehe ich fix wieder. Aber momentan geht es mir sehr gut eigentlich. Also wenn das so bleibt. Ah ja, sind gleich ein paar Drogre am Start. Die Drogre werde ich mir gleich gönnen. Drogre, du würdest mir mal gegönnt. Na, brauchst noch ein bisschen was. Wo sind die anderen? Ah, die haben dich noch nicht. Haben mich die schon gesehen? Sie suchen mich, gell? Ah, ich finde das immer so creepy, wenn man sich verstecken will. Ah, das nehme ich mir doch. Ah, da ist er ja! Drogre! Geil, das hat episch ausgesehen. Zack und weg. Speicher mal, gute Idee. Danke dir, Lex P. Danke dir. Perfekt erinnert. Gut. So, wenn ich da jetzt drauf gehe, falle ich runter. Nein, tatsächlich nicht. Ich will nur ein bisschen schauen. Alter, hast du mich erschrocken, Drogre. Drogre, du hast mich erschrocken. Ohne Spaß, gib mir dein Gold und dann zieh ich weiter. Dieser Drogre war nicht mehr normal. So. Schon lange in dieser Hauptquest herrscht. Ich glaube, jetzt geht's raus. Ah ja. Wieder ein Rätsel. Finde ich cool. Ich konnte mich auch noch halbwegs daran erinnern.
Ich glaube eh nach der Größe oder so. Ja. So, hier brauchen wir mal die. Ah, die Eule hätte gepasst, ich Depp. Da oben machen wir mal den Bären. Und hier machen wir mal die Eule. So. Zack. Umgekehrt. War das doch umgekehrt? Ich weiß es nicht. Gute Frage, Cytrus, sollen wir das mal machen? Sollten wir eh mal. Ich war eben in Martin erst letzte Woche, also Wochenende. Jetzt bin ich krank dafür. Ich glaube, das hat schon dazu beigetragen. Ah ja, tatsächlich, so ist es richtig. Na, das hat schon dazu beigetragen. Weil wir eben lange draußen waren und so und mir. Also draußen waren wir eigentlich nicht, aber puh. Ganz schön in Schlafwachen zu grabt. Aber ich glaube, dass ich krank war, das. Na, ich glaube nicht, dass das direkt auf das zurückzuführen ist. Lol. Ich bin halt schon gut. Also ich bin schon ein alter Skyrim-Zocker, Leute. Hab's halt schon sehr lang nicht mehr gespielt, muss man sagen. Aber so zum Streamen, ein schönes Spiel am Abend, so gechillt. Bist auf nichts angewiesen. Bist in Singleplayer, ganz einfach rein und zocken. Ist schon geil. Ganz gechillt, man kann auf den Chat schauen. Einmal mehr, einmal weniger, je nachdem. Ah ja, jetzt lerne ich so ein Wort. Wort der Macht gelernt. Kraft unerbitterlicher Macht. Ja, fix, Cytrus. So werden wir es machen. Alter, jetzt der Boss. Alter, schau. Ich baller ihm zuerst alles, was ich habe. So, jetzt zieh ich noch. Alter, aber dann komm, sei mal nicht böse. Ja, schau, mir ist eigentlich wurscht. Aber du wirst jetzt sterben. Ben! Drachenstein. Den nehme ich mal mit. Und das Gold nehme ich mal auch mit. Hier nehme ich mal noch einige Schätze von ihm mit. Was hat denn da? Na, gar nichts. Hat nur so ausgesehen. Truhe hat er. Ich nehme es halt langsam. 72 Gold oder 82. Stab des Frostbisses. Ich nehme das ganz einfach mal mit. Das andere werde ich nicht mitnehmen, oder? Nein. Obwohl, relativ viel Wert haben die. Aber ich nehme es ganz einfach mit und verprasse das dann, wenn ich es nicht brauche. Speichern, liebe Leute. Gut. Danke fürs Helfen. Danke fürs Erinnern. Gut. Ach, mein Hals tut mir so weh. Ich hoffe, ich habe in der Nacht dann wieder keinen Kopf und so weiter. Aber heute Nacht ging es eigentlich auch schon. Ich glaube, morgen in der Früh werde ich schon nicht mehr so viel merken, aber Hals wird noch weiterhin bleiben. Weiß nicht, ihr kennt das sicher, wenn ihr krank seid. Hals bleibt immer am längsten. Fast. Ich meine, beim Reden merke ich es nicht so, aber beim Schlucken. Juhu! Was habe ich jetzt ausgerüstet? Eisen zwei Händer. Würde mich jetzt noch schnell interessieren, bevor wir da rausgehen, Waffen. Sonst vergieße ich nämlich wieder Eisen 2 Händer 17, Alter Nord 2 Händer. Ja. Ganz klar steige ich auf den Nord 2 Händer um. Wenn der Nord 2 Händer um 2 Schadenspunkte mehr hat und noch dazu verzaubert ist. Ganz klar. Hab seit meiner Schicht Halsweh. Ich glaube, Intro, du wohnst in Wien, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Bergblumen und Schädel nehmen wir mit.
Truhe habe ich, glaube ich, schon. Schau, Black Dead One, ich poste den hier rein. Hier mein Insta-Link, gell? Gut, verlassen wir mal dieses Gebiet. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir die Hauptquest abgeschlossen bekommen. Das heißt jetzt noch zurück zum Jarl und so weiter. Und dem Bescheid geben, dass wir das haben. Ich meine, es macht gerade echt viel Spaß, Leute. Aber ich muss an morgen denken, denn da muss ich arbeiten und ich werde mich noch ein bisschen hinhauen. Ich habe eine coole neue Serie entdeckt. Die werde ich mal noch vielleicht eine Folge reinziehen. Wahrscheinlich werden es dann nicht 3 oder 4 bis Mitternacht. Nein, mir ist wichtig, dass ich mir noch ein bisschen ausruhe und so weiter. Wie gesagt, ich wollte halt ganz einfach wieder streamen. Ich kann das nicht 3-4 Tage jetzt zu Hause sitzen. Nichts gemacht eigentlich. Also 3 Tage waren es, um genau zu sein. Nichts gemacht eigentlich und natürlich extrem das Streamen vermisst. Ich kann auch so jetzt nicht immer streamen, aber... Also auch wenn ich arbeiten bin, kann ich nicht jeden Tag streamen. Ich hätte wahrscheinlich schon gestern oder so mal gestreamt, aber... Problem ganz einfach, wenn ich nur zu Hause bin, macht mich das ehrlich gesagt richtig einsam, kann man das sagen? Richtig einsam und da tut es wieder richtig gut, mal hier vor dem PC zu sitzen und für euch zu streamen. Hier Leute im Chat, die sich mit mir unterhalten. Freut mich einfach, ohne Spaß, Leute. Ihr zaubert mal immer so ein Lächeln ins Gesicht. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Das hat mir die letzten 3 Tage einfach was gefehlt. Für eine prächtige Rüstung aus traditionell geschmiedetem Stahl. Meine Leute werden für eure Sicherheit sorgen. Ja, keine freut Angst. Mich. Gut, tschüss, ich muss zum Jarl. Nein, wie gesagt, Leute. Und ja. Deswegen freut es mich, wenn ich ganz einfach wieder streamen kann. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Welche Musiker magst du? Darüber müssen wir. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früher. Ah, gut, komm her. Der Drachenstein vom Ödsturz-Hügelgrab. Ja. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Ich bin der Beste. Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Ups, das wollte ich nicht. Und wir besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Alter, immer so viele Sachen. Ich glaube schon, ja. Weil ich will das ja auch alles wissen, ne? Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Bekleidung? Schriftrollen? Ich mache das jetzt mehr mit den Pfeiltasten, weil wenn ich scroll, habe ich immer so Probleme. Ja, Black Dead One, was gibt's denn? Kreaturen kann ich ja auch mehr. Du besitzt nicht genug Geld. Okay, ja gut. Muss ich die ausrüsten oder nur mit mir tragen, diese Bücher? Boah, die kosten arg viel. Egal, gut. Will ich nichts mehr davon wissen. Ihr seid ein angehender Schüler? Ja. Nun, ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Voll Winterfeste. Ja gut, genau. So bekommt man nämlich die Quests rein. Immer schön viel Fragen. Das frage ich auch. Werft einen Blick darauf. Gut, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Das wollte ich. Wenn ich euch sagte, dass dies eine lästige Frage ist, würdet ihr wohl verstehen, was ich damit ausdrücken will? Vermutlich nicht. Solange man mich in Ruhe meiner Forschungsarbeit nachgehen lässt, ist am Start. Servus. Kümmert es mich nicht, wer die Befehle gibt. Was gibt's denn? Aber ich bin ein viel was für eine Frage Mann hast du, Beate? Sinnlosen Fragen langweilen mich Beata, zu Tode. Sorry, Leb Beata. Wohl. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Farengar, ihr müsst sofort kommen.
Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Oh mein Gott, das geben wir uns. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Wo ist der Hofjarl? Ich will zum Jarl. Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster. Ich muss das alles stehlen, ich hätte das so gerne. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Ich möchte etwas über dann diesen Drachen erfahren. Leute, ich zeige euch, wie ich den Drachen Chip-Chap nehme. Das gönne ich mal. Wann kann man bei dir donaten? Man kann immer bei mir donaten. Nur noch nicht über Superchat, sondern nur über Tippi-Stream. Das unten in der Beschreibung ist der eh verlinkt. Die Frage ist, kann ich jetzt wirklich schon die Quest machen? Weil so richtig... Okay, ich muss eh wieder rein. Oder was ist die goldene Klaue? Ich will dann auch einmal eine Nebenquest machen. Also ich will einen Nebenquest-Stream machen, wo ich nur Nebenquests mache. Gut, ich gehe nochmal rein. Muss wohl nochmal rein. Wie war dein Tag? Mein Tag war gut. Intro, danke dir. Ich hoffe, deiner war auch gut. Rorik Helgen. Von einem Drachen vernichtet. Das ist kaum zu glauben, oder? Hey, Nino ist am Start. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ja. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Mhm. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Das stimmt. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Perth, ich bin selbstständig als Landwirt und fahre auch bei verschiedenen Erntefirmen mit den Erntern. Dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Bis auf das ich Hals wir haben, geht's ganz gut, Tanja. Nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht... Wie ihr helft Irilet diesen... Noch etwas, Irilet... Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jahr... Ihr labert mich da alle an, bitte. Kommt, geh mal einfach. Kann sie nicht sein. Gute Nacht, Kleeblatt, gell? Danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. In GTA oder so. Auf jeden Fall danke fürs Dabeisein, gell? Und bis zum nächsten Mal. Besucht ihr die Drachenfeste, um über ja, Skyrim ist ein geiles Spiel. Ich hab's mir jetzt heute wieder gegönnt für den PC. Hab's vor Jahren schon auf der PS3 gespielt. Ich muss morgen auch wieder arbeiten. So, sollen wir uns den Drachen jetzt noch gönnen? Ich tu mal speichern, Leute. Ich würde sagen, aber wir lassen uns das fürs nächste Mal, oder? Ich würde sagen, ich beende den Stream jetzt mal, liebe Leute. Ja, schau, du hast eine Frage, bitte gerne. Ich würde jetzt auch noch weitermachen, weil der Stream geht jetzt eh schon fast 2,5 Stunden. Und ich würde sagen, das machen wir dann ganz einfach im nächsten Stream. Und ja. Das kann man alles nur stehlen, gell? Ja, will ich nicht. Ich will nichts stehlen, ich will ja nett bleiben. Also von dem her... Ich würde sagen, hey Nino, ja, ich werde Attacke auf den Drachen machen, aber auf jeden Fall beim nächsten Mal, weil ich ganz einfach jetzt aufgehen werde, weil ich morgen auch arbeiten muss und ich mich noch ein bisschen schonen muss, weil ich ja krank war. Gut Leute, danke fürs Zuschauen, gell? Gerne nochmal ein Like da lassen und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne euren Freunden weitererzählen, wenn ihr die irgendwo mal in der Freizeit seht und Zeit habt. Dann gerne weitererzählen und Werbung machen, ihr wisst ja, Road to 7000 Abos. Gerne auch hier in Instagram vorbeischauen. Und ich würde sagen, ich grüße nochmal eine Runde durch. Nächstes Mal, wie gesagt, zerfetzen wir dann den Drachen. Ich habe sehr Bock, das wieder zu streamen. Also vielleicht kommt ja morgen schon der nächste Stream von dem Spiel. Mal schauen, wie es sich ausgeht. Gut, liebe Leute. Danke, DeLexP, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Freut mich, dass es dir so gefallen hat. Und auch an alle anderen, danke, gell.
Hey Nino, grüße ich. Carina Renner, grüße ich. Danke fürs Dabeisein, gell. SG Solo Team, grüße ich. Timo passt wohl gerade nicht auf. Er löscht einfach alle Grüß mich Nachrichten. Warum löscht er die? Vielleicht weiß er nicht, dass ich den Stream beende oder so. Keine Ahnung. Sean E. grüße ich. Kitty Foxlove grüße ich. Ah, okay, nein, er hat sie gecheckt. Er hat nur nochmal rausgelöscht. Für jetzt halt dann. Xion Fan grüße ich. Sean E. habe ich schon gegrüßt. Sandro Obrien grüße ich. Danke dir, hey Nino, gell? Grüße gehen raus. Max the Dog grüße ich. Du hast es nicht angekündigt, deswegen, okay. Ja, stimmt. Aber ich habe vorher schon gesagt, ich grüße nochmal durch und ja. Aber ja, hast recht, Timo. Aber jetzt habe ich es offiziell angekündigt. Intro grüße ich. Kleeblatt, natürlich, liebe Grüße gehen raus an dich, Fluffy. Bis zum nächsten Mal, dann, gell? Hühnchenschnitzel grüße ich. Beata grüße ich auch nochmal. Lex B nochmal danke fürs Dabeisein, gell? Und bis zum nächsten Stream auf alle Fälle. SG Solo Team, gute Nacht, Grüße gehen raus. Dann würde ich sagen, ich beende den Stream jetzt mal. Danke fürs Dabeisein. Gerne nochmal, wie gesagt, Like, Abo raushauen, weitererzählen, wenn es euch gefallen hat. Und ja. Tanja Putti Fan, glaube ich, habe ich noch nicht gegrüßt. Grüße gehen raus für den ehrenhaften Namen. Gut. Black Dead One, danke für deine vielen Tipps, gell? Und ja, bis zum nächsten Mal. Kannst sicher mal machen, Black Dead One, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuschauen und Servus, schlaft's gut. Und werdet's nicht krank, so wie ich, das ist nicht gut. Man haltet noch immer bei... Sorry. Gute Nacht.